Das Besondere an Alla Turca ist zum einen, dass es die Debüt-CD des Berliner Blockflötenorchesters ist, zum anderen, dass wir mit dieser CD ein ganz außergewöhnliches Programm eingespielt haben, das man auf den ersten Blick so gar nicht von einem Blockflötenensemble erwarten würde. Das Berliner Blockflötenorchester begibt sich hier auf eine musikalische Entdeckungsreise quer durch den Orient. Alla Turca, das ist klassische Musik zum Thema Orient aus Sichtweise westlicher Komponisten, vom Barock über die Klassik und Romantik bis hin zu einer modernen Auftragskomposition. Ausschlaggebend für den Titel der CD ist natürlich das berühmte Rondo alla Turca von Wolfgang Amadeus Mozart. Neben Mozart gibt es allerdings auch jede Menge weiterer türkischer Märsche aus der Feder anderer Komponisten, wie Julius Weißenborn, Josef Rummel, Anton Diabelli und natürlich Ludwig van Beethoven mit seinem türkischen Marsch aus den Ruinen von Athen. Das Berliner Blockflötenorchester setzt sich zusammen aus allen Größen der Blockflötenfamilie. Von der kleinen Sopranino-Blockflöte bis hinunter zum über 2 Meter großen Subkontrabass. Dadurch steht uns ein Gesamtumfang von über 6 Oktaven zur Verfügung, mit dem orchestrales Blockflötenspiel überhaupt erst möglich wird. Durch die verschiedenen Register des Blockflötenorchesters entstehen so die unterschiedlichsten Klangfarben, von hellstrahlenden, brillanten Piccolo-Klängen bis hin zu einem warmen, samtweichen Klangteppich des tiefen Bassregisters. Bis auf Jabal Ram sind sämtliche Werke von mir für das Berliner Blockflötenorchester arrangiert worden. Manche Werke absolut originalgetreu, manche mit einigen exquisiten Eingriffen in den Notentext. Das herausragendste Werk der CD ist sicher die Rossini-Ouvertüre zur Oper L'Italiana in Algeri. Allein die Bearbeitung dieser großen Ouvertüre hat sehr viel intensive Arbeit gekostet. Interessanterweise ließ sich dieses Stück sehr nah am Original, fast Note für Note, auf das Blockflötenorchester übertragen. Sogar die originale Tonart konnte beibehalten werden und sämtliche Stimmen des Originals sind in der Bearbeitung zu hören. Dieses Werk ist einfach die genialste Rossini-Ouvertüre mit einem unglaublichen Schwung und Melodien, die man nie wieder vergisst.